Einen wunderschönen guten Tag, ihr Kautos, zu einer neuen Runde mit Palling. Und ja, ihr habt es euch ja mal wieder gewünscht. Und hier ist es. Ich versuche mich an einer Solo-Runde, die hier mega schnell losging. Ich habe hier quasi keinerlei Vorbereitung gerade gehabt. Ja. Wir gucken einfach mal. Ich ahne Böses, weil, naja, ihr habt es, denke ich, selbst so ein bisschen mitbekommen. Ich bin mit dem aktuellen Patch nie so hundertprozentig warm geworden. Da muss ich einfach gestehen. Der aktuelle Patch, beziehungsweise das aktuelle Kampfsystem, ist einfach nicht so hundertprozentig meins. Und naja, aber wir werden es mal wieder versuchen. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie aus Versehen solo in eine Duo-Runde gekommen, sondern ja, es ist tatsächlich eine Solo-Runde. Dann können wir gleich mal aufs Scoreboard gucken. Okay, viele sind nicht drin. Aber man kennt sogar welche. Also zumindest den Deck, der kommt mir bekannt vor. Also den hatten wir auch schon häufiger mal in dem Deck. Hier einiges an Fallen. Machete will ich eigentlich nicht. Tanto ist eigentlich auch ganz cool. Ein bisschen was verkaufen. Ich werde jetzt nicht zu viel verkaufen gehen hier, aber weil ich meine, genug für eine Body Armor habe ich sowieso. Vielleicht eine. Ich überleg gerade, ob es Sinn macht, auf 100 Fang zu gehen und sich dann einfach so einen Orangen-Container zu holen. Und da halt nicht hier drei Waffen. Ich könnte eins nämlich eigentlich behalten. Die will ich nicht verkaufen. Immer noch so ein bisschen als Rückzugsort benutzen. Deswegen die behalten wir mal. So. Dann gucke ich trotzdem hier drüben noch mal eben rein. Und das reicht. Nein. Das reicht doch. Nee, das reicht nicht. Medkit könnte ich verkaufen. Ich finde halt auch keinen Rucksack. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muscleman. Okay. Ah, doch, das bringt 10 Fang. Nice, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das bringt weiterhin nur ganz normal Fang. Wo ist denn meine Spritze hin? Wo ist meine Spritze hin? Ich meine nicht mein Medkit. Bin ich jetzt bescheuert? Da. Okay. So. Das habe ich natürlich verkackt. Oh, das war doch ganz nett von ihm. Okay. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja. Dann, oh, jetzt bin ich halt schon fast auf Höhe von 300 Pfund, von 200 Pfund. Ich mache hier so ein bisschen meinen Rückzugsort. Shit, die Dinger sind nicht verbunden, oder? Nein, nee, das sammle ich jetzt nicht mehr auf. Holy shit. An enemy just met their demise. Crafted bow kill. Okay, wir haben nur noch 4 Spieler. Da ist einer davon.
Was? Oh, das war ein Leck. Shit, ich hätte nicht runterspringen sollen. Das war blöd von mir. Okay, da haben wir einen Anfänger. Nee, du kommst nicht weg. Danke. Okay. Warum habe ich... Das ist doch noch... Jetzt kommt. Okay. So, das müsste jetzt One on One sein. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Alles klar. Also ich habe hier weiterhin meinen Rückzugsort. Ich habe hier weiterhin meinen Rückzugsort. Hatte der noch eine Spritze oder so? Nee. Ich will eigentlich nichts hier lassen. Okay. Wo ist der letzte? Der letzte ist doch bestimmt Deck, oder? Ja, Deck ist der letzte. Das habe ich mir gedacht. Der ist nicht schlecht. Den kennen wir aus anderen Runden schon. Ich werde nicht Secret Monty aufmachen. Aber, oh shit, ich habe... Hatte dann noch einen Rucksack. Holy shit, wo kommt er her? Okay, da habe ich mich schlechter gemacht, als ich eigentlich bin, muss ich sagen. Wie ich ihn nicht gehört hatte. Ich habe da gerade gar nicht drauf geachtet. Hatte der Silent Bad Daddy oder so drin? Kann das sein? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Weil irgendwie habe ich den nicht gehört. Ich habe ihn erst gehört, als er mich geschlagen hatte. Von daher... Finde ich doch, das kann sich sehen lassen für meine erste Solo-Runde seit... Ich weiß es nicht. Vielleicht hat einer von euch noch einen Überblick, wann ich meine letzte Solo-Runde gemacht habe, aber ich wüsste es gerade nicht mehr tatsächlich. Leute, wenn euch diese Solo-Runde gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, ob Midnight oder Timo oder sonst wer dabei ist. Ansonsten vielleicht auch wieder mit einer Solo-Runde. Also bis dahin, haut rein.